Uwes Sohn Tommy und seine Freundin bringen Peters Traum in Babyblau, der Manta aus dem Internet. Ja, wir haben einen Manta mitgebracht. Ich sag ihm Bescheid, einen Moment. Jo. Vater, wo ist der? Hier müsste irgendwo hin sein. Nelly, Vater! Mann, oh, Boy, ey, Uwe, das ist ein spitze Auto, ziemlich geiles Fahrzeug, gell? Ja. Tommy, das ist wirklich ein schönes Auto. Ich bin dir wirklich dankbar, dass du das Fahrzeug hierher gebracht hast. Kein Ding. Okay, mach mal. Ciao. 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 Ja, das sind die Probleme hier. Die beiden bekommen Verstärkung von Uwes Sohn Tommy. Na, der läuft wenigstens ja. Ohne Probleme. Der Mercedes-Fan will wissen, was los ist. Lief er die ganze Zeit, oder was? Ne? Was? Lief die ganze Zeit, oder was? Ja, der Mann hat ihn angeliefert, der sollte laufen. Und da haben wir vorgehabt, hier mit dem Auto mal eine Spritztour zum Ruhrgebiet machen. Ja, ja. Und jetzt läuft die Krücke nicht, jetzt haben wir direkt einen Schock bekommen. Wen sehe ich da? Das Sackgesicht Tommy, wie geht's dir? Ja, ist klar. Und? Fantastisch, wie geht's dir sonst? Muss, ne? Alles weiter. Was macht die kleine Frau mit der Uwe da? Ich bin ja hier traurig mit dem Auto, haben wir so viel Spaß. Tommy, 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 in der Werkstatt hätten sie es auch nicht besser machen können. Da warst du noch nicht mal bei mir im Sack drin. Da habe ich schon mit Autos repariert. Während Uwe und Peter darüber diskutieren, wer von beiden den besseren Geschmack hat, fährt Uwes Sohn Tommy auf den Hof. Er hat wie sein Vater vor allem zwei Dinge im Kopf. Autos und Frauen. Gute Günner. Guten Tommy. Alles klar? Ja, alles klar. Hier, wie sieht aus? Der Peter da oder Manny? Oder am besten alle Mann zusammen. Ein Moment ganz mal, gut. Ja? Das wäre klasse. Uwe, kannst du mal kommen? Der Tommy hat was für dich. Tommy ist da. Ja. Na, und, alles klar? Du bist alles klar. Bist du direkt gekommen? Wohnt was? Hier, guck mal, hey. Schmuckbot hab. Bist davon. Du damit gekommen? Ja, klar, sicher. Boah, wo hast du sie denn her? Da vom Kumpel, da ist mein Schrauber, da von der Opa, der wollte schon fertig machen. Ja. Und, ja, wie gesagt, zu alt, Interesse verloren. Alt ist so ein schickes Auto. Also sprich, der Mann ist zu alt. Ja, also will nicht mehr fertig machen, ja. Alles, Auto ist auch alt. Aber passt aber, ne, altes Auto, alter Vater, ne. Hab immer gefragt, was damit passieren soll. Der wollte, wie gesagt, erst fertig machen, selber machen. Und er hat gesagt, ja, wenn du Interesse hast, dann kannst du es haben. Kannst du mit uns mitnehmen. Wir wollten erst verschrotten lassen. Ja, was willst du damit vor? Willst du damit fahren für den Winter oder was mitfahren? Nein, mir ist ein bisschen zu klein und keine Servo, kein V8. Ne? Ja. Und das ist nichts für mich. Aber und was? Du kannst du mit so alten Kisten da umgehen. Beziehungsweise ach, willst du schenken? Ja, klar, kannst haben. Oh, geil, das kannst ist ein feines. Ist er. Hier, setz schon mal rein. Hier. Ach, da muss ich mal direkt mal einsetzen. Ach. Kannst du mal gucken, ey. Ist ein feines Teil. Bist du aber dran gemacht? Manometer. Und das ist blau. Die Leute, Manometer. Top. Das ist doch wohl ein Witz, was? So ein Auto zu verschenken. Ja, da hast du mal einen guten Kumpel, wa? Mit sowas kannst du jeden Tag vorbeibringen. Läuft super. Ja, halt dich mal so ran. Und? Sind verkehrt, oh, was Feines, Tommy. Guck mal, Motor rein. Der hat bestimmt noch den ganz alten Motor drin. Der müsste noch den kleinen Vergaser drin haben. Ah ja, das ist ein ganz kleiner Vergaser. Das ist die kleine Maschine, ja. Boah, das ist ein geiles Auto. Ich bin gut bei dir, wa? Ja, vergeben wir mal den nächsten einen wieder richtig Schlucke bei zusammen. Dann gebe ich dir eine Runde aus, genau, ja. Genau. Na Jungs, wie geht's? Bye. Was habt ihr jetzt hier? Ich wollte lieber fahren. Nee. Nee, geht nicht mehr, nee. Ich fühl grad. Oh, da kann der Motor. Ich wollte fest. Und? Gute! Na, wie geht's dir, Tommy? Saftsack, alles klar. Na, Saftsack! Tommy! Alles klar? Ja, ja. Ja, haben wir schön hingekriegt schon, wa? Sind tiefer gelegt oder was? Nein. Nee, tiefer noch nicht? Du glaubst überhaupt nicht, Tommy. Wir haben einen Sportfilter drauf gemacht. Ey, hört sich viel besser aus. Und der Uwe auch gemacht wird. Besser wie dein Mercedes. Das ist ein Mercedes gar nichts. Und guck mal, den schönen Streifen. Streifwäsche drauf gemacht hier, wa? Und die Lampen. Alles naturecht.
Ja, mein Tommy kann schon einiges. Der lernt noch eins, was er nicht kann, dann bringen wir ihn schon bei. Ja. Und meine Mädchen habe ich schon einiges beigebracht. Das ist das Wichtigste. Oder ich dir. Manchmal weißt du was besser. Ja, klar. Ich aufkleben, ja. Der ist ja nicht du. Bisschen höher. Bisschen höher. Ach, wir sind so hier gerade mit dem Schriftzug fertig, ja? Noch klein wenig. Ja. So. So ist in Ordnung. Ja. Super gut. Das kannst du laut sagen. Ja. Siehst du, sind wir hinten fertig. Guck mal. Siehst du, das ist uns, den Spruch ist uns eingefallen. Power by Ludolf. Schön. Das waren mindestens noch Autos früher. Da haben wir schöne Schreiben. Wagen, du hier, der hinter uns hier. Wer super. Zwei Milchbubis. Komm mal her. Zwei Milchbubis. Wir zeigen dem gleich, auf, was hier hat. Hör auf, wir zeigen das gleich. Alles, was da kommt. Der Uwe hat das manipuliert. Ja, ja. Da, weil er keine Chancen hatte, hat das manipuliert. Manfred, weiß man Also, ich kann damit nicht umgehen, Uwe. So, dann machen wir uns los, Jungs. Ab jetzt. Tommy hat Nerven bewiesen. Trotz Spott und Häme vom Vater und Onkel hat er es geschafft, den Seilzug wieder einzuhängen. Tommy, aber Tommy, nicht übertreiben, bitte. Mach leiser, Thomas. Da ist so eine... Irgendwann wird er sich normal sprechen. Da ist so ein kleiner Gangster. Die ärgern das. Okay. Was soll man machen? Wir bremsen los! Los! Das ist schon geil, ey. Ja. Das ist schon geil. Für die Jugend reicht das, Uwe. Nicht übertreiben. Die Jugend sind nicht so eine alten Knochen wie wir. Tommy, nee. Scheiße! Scheiße! Ja, das war hier Zweijährige. Vorher durch die Mauer durchgefahren. Das macht das Spaß. Ey, durch die Mauer, du alte Pflaume. Du bist schon tot. Das ist doch fun. Die Youngtimer-Sammlung der Brüder wächst und langsam wird es eng. Die Ludolfs müssen sich von ein paar Autos trennen. Uwe will, dass sein Lieblingsauto in gute Hände kommt und überrascht Sohn Tommy mit einem Geschenk. Zeig was her. Wir brauchen hier Platz. Und wir wissen, dass du Spaß auf dem Mustang hast, wa? Ja, ja, klar, sicher. Und da haben wir uns überlegt, das wäre das Richtige für Tommy. Ihr wollt ihn mir schenken? Ja, einfach so, weil wir Platz brauchen und du hast Spaß drauf, haben wir gesagt, das ist das richtige Auto für Tommy. Und wollen wir dir den Wagen schenken? Wirklich? Ja, wirklich, ja. Ehrlich? Das soll dein Auto sein. Bist du damit einverstanden? Kann ich gleich mitnehmen oder was? Ja, klar, sollst du gleich mitnehmen. Ey, super, danke sehr, Vater. Jo. Ja, ich muss mich bei den anderen noch bedanken, wa? Ja. Muss ich bei den anderen auch gleich bedanken? Ja. Ist mit Peter alles schon abgeregelt? Ist alles schon abgeregelt. Du weißt was, genauso viel Spaß wie ich früher an die Autos hatte. Ich war ja früher genauso ein Fanatiker. Ich hatte auch denselben gefahren. Sicher. Auch in derselben Farbe. Ich habe gesagt, wisst ihr was, was der Vater kann, kann der Sohn auch machen. Du kriegst den Schlüssel und kannst mit einfahren. Vor dem Hof der Autoverwertung geht es bedeutend fröhlicher zu. Tommy kann sein Glück noch gar nicht fassen. Top, ey, ich bin voll begeistert. Übelst geil. Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich muss definitiv aber allen noch bedanken. Mein Vater habe ich schon gerade so ein bisschen bedankt. Ich denke mal, jeder wird eine Kleinigkeit von mir definitiv geschenkt kriegen. Modellauto oder sowas als Kleinigkeit oder so. Wenigstens eine Anerkennung oder so. Ich meine, ich kann das jetzt zurückgeben, was die mir jetzt geschenkt haben. Aber eine Kleinigkeit werden sie kriegen. Bestimmt. Ne, Vater, du wirst definitiv auch was kriegen. 1:18 oder so, mal gucken. Schön, dann bis heute Abend, wa? Freunde, komm ich gut rum oder so? Kommst du rum, voll rum. Ja. Hey, der Tommy. Oh, der Tommy. Guck mal an, wie schick der ist. Manometer. Oh. Mach mal die Haube auf. Thomas, Haube auf. So, jetzt dürfte offen sein. Und wie läuft der Tommy? Na, ganz gut. Ach, das ist ein krasser Motor. Ihr wisst, wo ich unterwegs war, ey. Wahnsinn, wie die Leute drauf geklotzt haben. Ne? Fährst du eine neue Kiste vor oder so, das interessiert die Leute nicht. Aber hier so eine Kiste und die Strecke so, gut Dreck. Gelaufen? So? Ja, doch. Ja. Das ist auch gut gelaufen. Ah. Aber was mir gerade noch einfällt, während der Fahrt, die Öllampe ist an und wieder mal angegangen. Da musst du den scheiß Kabel abmachen von der Ölkontrolle. Ja. Klar, sicher. Sicher. Wie weit kommen wir dann auch noch? Ja, wenn ihr kein Öl drin habt, ihr Superhelden. Ich dachte, du bist Autofahrer. Er war volle Pulle, Peter. Er war voll, definitiv. Also da kann irgendwo nicht stimmen. Also brauchen wir doch viele Öl, Peter. Bring den hoch! Gib volle Pulle! Ah, das ist ein super Geschoss zum Rennfahren, Mandy, wa? Ja, super Geschoss. Ich bin gespannt, was er jetzt mit denen abgemacht hat, aber für uns ist jetzt. Der satte Sound des Opel Corsa GSI hat sogar Peter aus seinen Träumen gerissen. Gute Erste, schönes ne? Auto, gute Erste, Leute. Tommy, du wolltest noch mal zurückrufen. Hallo, mein Digga. Hi, mein Digga.
Fein, ne? Ich habe, wie gesagt, nochmal Absprache mit ihm gehalten. Er meinte, ja, wenn ihr Interesse habt oder so, kann ich euch vorführen. Ihr sollt euch die Kiste mal hier angucken und so. Das ist verdammt gute Idee. Und wenn ihr den haben wollt oder so, könnt ihr den haben. Ach, Tommy hat er doch einen aufgerissen. Guckt ihr das mal auch mal vor. Hör mal gleich auf! Ach, Tommy. Gute Peter. Gut. Ja, das war gut. Ja. Oh, Mensch, Tommy, von deinem besten Freund? Na, Vater, alles klar? Du bist ziemlich nervös bei deinem Fahren, richtig? Ne. Hast du doch einen Link gekriegt vom Freund? Ja, kenn ich auf den jeden Fall. Lieber? Nee, den war, glaube ich, schon einmal bei uns mal kurz gewesen. So. Was will er haben? Nö, der hat gesagt, wie gesagt, ihr könnt die Kiste gerne haben für ein paar Tage, ist alles kein Problem. Ja. Könnte ich aber, er hat zwar nichts gesagt, könnte ich aber gerne erkennen, ist eine Kiste Bier oder so. Ja, ach, wir geben ihn halt zwei, komm, kein Problem. Das ist kein Ding. Wie gesagt, tun sie nur ein bisschen, wie gesagt, da da nichts rankommt, ne? Mhm. Der ist noch guten Schuss. Da muss Spaß aber sein. Ruhig Sport. Ja, Vater. Ja, ne? Denkst du ein Problem. Ja, kleiner. Ich muss auch schon wieder, ne? Mach's gut, Mama. Mach's gut, ciao. Tschüss wieder. Heute Abend, mein kleiner Stinker. Wir sehen uns schon wieder. Bis heute Abend, ne? Ciao, ciao. Ciao, ciao, mein Stinker. Bis dich. Uwe und Tommy hat Wort gehalten. Bei strahlendem Sonnenschein und fast 30 Grad mühte sich die über 40 Jahre alte MZ vor die Einfahrt der Ludolfs zu wuchten. Fadi! Manny! Ja! Helf mir mal bitte! Kann mir mal einer helfen? Willkommen! Moment! Oh Mann. Der ist mit dem Moped da. Ja. Sieht ja gut aus. Ah, das sieht geil aus, das Ding. Was ist damit? Eine Tortur. Wie läuft der? Na, Manny. Läuft der gut? Tag, danke schön, dass du vorbeigebracht hast. Alles klar. Hi, mein kleiner Dicker hier. Ja. Boah, ein schönes schön, altes Stück ist das, wa? Ich hab Probleme gehabt hier. Mhm. Die Kiste mir abgesoffen. Achtmal so alt wie ich. Also so ein Krempel, ey, das besorgt. Ey, wenn so ein Krempel besorgt, wäre schnell, ey. Ey, das ist doch geil, also, das Ding, Mann. Da ist euer Traumschätzchen. Das ist eine Tortur, damit zu fahren. Ich bin froh, dass die Kiste jetzt hier ist. Kannst du mir aber glauben, ey. Ey, geil hier. Kannst du auch gleich mal probieren, weil mit dem Beiwagen zu fahren, das ist echt eine Katastrophe, ey. Also da, versuch doch mal anzukriegen, die Kiste. Ich hatte Probleme, ich konnte den ganzen Weg schieben hier, ganzen Weg. Und, also Mami, komm du mal raus, du bist dabei für so Kisten. Ja, da kannst du mal probieren, da bin ich jetzt mal gespannt. Also. Vielleicht ein bisschen Zucker mitziehen, klein wenig mehr. Das ist Mox-Teil. Ist ja auch, Tommy ist auch nicht mehr der Jüngste. Antibität, ist klar. Naja, ja, ist klar. Das dann viel Spaß beim Testen. Ne? Bis dann, wir sehen uns heute Abend wieder. Ja, tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Thomas Auto, mach schon Tor auf. Ah, Tommy. Hallo, Thomas. Tag. Bist du auch schon hier? Wir bringen ein paar schöne Antiquitäten und gute Sachen für mich. Ja. Mach mal auf, die will ich ärgern hier. Okay, mach mal Tor auf, Tommy. Kann man schon ein paar Schuhe außerdem komm mal her, Thomas. Ja, hi, Mini. Hi, wie geht's dir? Gut. Gut, das ist ja gut. Der ganze Krempel ist bei uns im Hof. Aller Krempel soll ja rein. Krempel, ich geb dir gleich Krempel. Mach mal Tor auf, Gute Jungs. Hallo. Ah, alles klar. Wollt ihr mal gucken, was der so treibt? Da will ich mir überhaupt nicht hinstellen jetzt. Wie? Tommy Kinn. Du fährst mit Wagen? Ja. Wieder zurück? Hallo, Vanessa. Guten. Gute. Na? Na, alles klar. Hallo, Tommy. Na, alles klar? Guten. Alles klar. Dann komm mal kurz mit. Na, Tommy! Ja. Na, Mann. Welcher von den beiden Wagen ist heute aktueller aufgebaut? Ja, was hältst du? Welcher sieht besser aus? Ja, ich muss mal ein bisschen gucken, ne? Ja. Der hier ist gecleant. Okay. Die Gitter haben wir heute gemacht mit den fetten Alufelgen. Ja. Und der ist dick. Ja, gut, ne? Ein paar Aufkleber drauf und so, ein paar Alufelgen hat der, ne? Ja, also ich finde, wenn ich ehrlich bin, ja, mal, vom ersten Blick her finde ich persönlich, finde ich den jetzt der absolut geil. Besser, wenn du das wüsstest. Also deiner auch. Deiner ist die moderne Jugendfahrzeug. Ist dann dementsprechend dann eher... Ja. Deiner ist ja noch jugendlicher aufgebaut mit den Felgen. Ja, klar, irgendwie schon neutral, gecleant hast du ja dementsprechend. Richtig. Und dunkle Rückleuchten und schöne Alufelgen hast drauf. Ja, BBS. Gefallen ihm mir persönlich besser als es vom GSI. Und jetzt wollt ihr gleich richtig einen schönen Lusch schaffen. Richtig, so. Jetzt wollen wir gleich zeigen, wer es richtig kann, Wormani. Auf jeden Fall. Ja. Richtig. So ist es. Ich würde mal sagen, jetzt setze ich gleich mein Auto mal rückwärts zurück. Und dann gucke ich die Sachen mir mal in Ruhe an und schauen wir so, was ihr so, machen wir mal Gas, weil ihr so renntechnisch mäßig noch drauf habt. Gas, gell? Okay. Tommy, was willst du denn hier? So, das für ein Fondi den Hustensatz bringen, hat die Mutti gesagt. Jetzt noch lauter? Fleisch. Amelie, du sagst ja echt nicht deine Musik. Das ist meine Musik. Yeah. Hey, Jungs, hey. Meine Musik ist schon raus.